Ich bin Georg von Anno 1838, Kistmann-Fechter. Habe mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren mit der Quelle Neue praktische Fechtschule auf Hieb und Stoß von Ignaz Bernhard Montag angefreundet. Habe sie sehr gut studiert, bin noch nicht ganz fertig. Es gibt ein paar Fragen, die ich noch klären muss, aber die sind nicht Teil des Workshops, weil das ist dann schon ein bisschen weiter. Das wäre dann ein ganz eigener Workshop mit Hiebkombination und erweiterte Manöver. Kommen wir vielleicht irgendwann dazu, soll es dazu kommen, gebe ich das natürlich gerne. Aber fangen wir als erstes mal an. Wir hatten ja gerade eben halt das Annotieren. Fangen wir als erstes an, und zwar wie stehen wir, ist die große Frage. Und zwar fangen wir an, indem wir die Beine zusammenstellen. Dann legen vor den Seelen die wache Hand, die man so auf sich hängen lassen. Dann legen wir den hinteren Fuß eine Viertelwendung nach zu unserer inneren Seite, eine Viertelwendung um. Dann bieten wir gegenseitig immer die Hand, die aus der Brust gehen. Dann ziehen wir die Waffe heraus. Dann an die Waffe greifen. Und dann halt ziehen. Dann grüßen wir einmal nach rechts, einmal nach links und einmal zum Gegenüber. Und dann setzen wir jetzt den starken Fuß etwa einen Fuß voraus auf der Linie bleiben und drehen jetzt den einen locker immer raus, dass wir leicht anziehen. Also nicht anpassen, sondern nicht. Wir müssen von beiden anziehen. Das heißt, 170, 175 wirklich entspannt und den Säbel auch leicht gekippt, sodass man eine entspannte Handstellung hat. Die freie Hand, man hat primär erstmal beim Runterlaufen machen. Es wird nachher eben mal auch bei einer erweiterten Technik, der Gewicht kommt die zweite Hand zum Einsatz. Aber damit sie erstmal nicht hier hängt oder hier ein bisschen zufrieden oder hier rumfummelt und getroffen wird, kommt sie hinten auf den Rücken. Und wir gehen jetzt wieder in unsere Stellung. Ich zeige sie nochmal. Wir stehen auseinander. Es kam auch gerade die Frage auf, ich habe deinen Namen leider vergessen, von Michael die Frage, was eben halt die Fersenstellung angeht. Beim Montag ist das tatsächlich, will ich nicht sagen, wichtig ist, man kann direkt in Fersenlinie stehen oder eben halt leicht versetzt, das macht nichts. Es gibt die Möglichkeit, den Fuß zurückzusetzen, gibt aber auch noch andere Techniken, die auch dort kommen. Zur Beinarbeit kommen wir gleich. Wichtig ist, dass wir stehen. Wir stehen mit dem vorderen Fuß ein bisschen auf dem Fußballen, also die Ferse hebt sich leicht ab. Man kennt es vielleicht, weiß ich nicht, wie die Vorkette ist, aus der Bologneser Fechtschule ein bisschen. Immer, dass wir hier vorne ein bisschen Wippen, ein bisschen Spannung drauf haben. Ja, dass wir entspannt eben halt stehen. Und wir halten den Degen oder die Waffe eben halt schön entspannt direkt vor uns, sodass wir gesichert sind. So. Die Haupthiebe sind die Primen, das ist direkt der Scheitelhauch, geht direkt durch von oben nach unten. So, Stellung. Und nochmal Primhieb. Stellung. So. Der nächste Hieb ist eben halt der Sekundenhieb. Der geht eben halt direkt nach unten, das heißt Klingenspitzen nach unten und hoch. Einmal ganz kurz Rippenklavier oder Bauch hoch und wieder zurück. Stellung. Sekundenhieb. Dann haben wir den nächsten, das ist egal mit welcher Hand man fechtet, das hat das Schöne, wo wir bei der Intuition sind. Die Spitze geht von unserer Innenseite nach unserer Außenseite, das ist dann der Terz. Das heißt, wir drehen die Klinge so, schlagen dann eben mal so. Und wieder zurück. Terzhieb. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Karthieb. Das ist die Außenseite, das ist generell so definiert. Von außen nach innen. Genau. Mal, Kart. So, wenn man schon gemerkt hat, man Kraft selbst kommt, oder die Bewegung selbst, folgt ein bisschen aus dem Ellbogen und die Feinjustierung kommt aus dem Handgelenk. Das heißt, wir haben jetzt nicht wie bei anderen Fechtschulen alles aus der Schulter, sondern eben mal halt schön schnelle Hiebe eben mal halt nur aus dem Ellbogen und eben mal halt noch das Nachfeuern aus den Handgelenkmuskeln. Genau, ruhig das so machen, ruhig mal ein bisschen durchwechseln. Schaut gut aus. Hier muss ich ja nicht schauen, das weiß ich ja, dass es gut aussieht. Gut, Stellung. So, wir haben dann noch Nebenhiebe. Und auch dort ist es relativ einfach zu unterscheiden. Ich habe ja gesagt, Außenseite ist alles Kart, Innenseite ist alles Terz.
Und was haben wir wohl für was, wie würde man wohl, was weiß ich, was Hohes nennen? Oder was Oberes, was ist oberhalb der vertikalen Linie? Frage in die Runde. Was? Hochterz, Hochquart. Genau, Hochterz, Hochquart, genau. Hochterz eben halt, ich setze an, Terzseite 45 Grad Schnitt bis zur Mitte in etwa. Hochquart von aus unserer Außenseite. Und wenn es halt hoch ist, was haben wir dann noch? Tief, richtig, genau. Das heißt auch einfach nach unten kippen und zur Seite. Was es dann noch gibt, da muss ich jetzt mal die Hand wechseln aus gesundheitlichen Gründen, ist die sogenannte polnische Karte. Liegt auf der gleichen Linie wie die Sekund. Der Christmann kennt, das ist der Zirkelhieb. Geht böse aufs Handgelenk. Ich habe mit der rechten ein paar Probleme damit, deswegen muss ich es mit links eben mal machen. Und zwar sieht wie folgt aus: Wir gehen in unsere Stellung, drehen den Karz, drehen über, bis wir eben halt genau in der und dann zieht man eben halt dann durch. Ist fies. Ich gebe es zu, ich mache es so gut wie gar nicht, aber ich will es mal erwähnt haben. Wie passt der Aufzug? Ist das wirklich zur Seite? Ja, ja, wirklich. Und nicht nach hinten? Nee, nicht nach hinten. Wie gesagt, du gehst ja immer so, weil du möchtest ja immer von der Klinge gedeckt bleiben. Ja. Die Klinge bleibt immer zwischen dir gedeckt. Und dann triffst du den natürlich hier. Soll so sein, muss, ist logischerweise so. Ich habe mich ja schon bewegt und gelegt und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, das ist der Ausfall. Da wird es nun interessant, da kommt natürlich auch die Blumen dieser Fechtschule hinzu. Ich habe ja gesagt, wir stehen auf dem Bein. Und bei Crispin ist das Ganze, was andere Fechtmeister lächeln oder als hochgestochen ansehen, ist bei Montag halt der Standard. Und zwar, das ist das Nonneliare. Das heißt, da, wo der Hieb hingeht, geht auch mein Fuß hin. Das heißt, wenn ich auf der senkrechten Ebene arbeite, zum Beispiel Prim, geht der Fuß nach vorne. Das heißt, der Ausfall bei der Prim sieht immer wie folgt. Das oben bei einem Fuß. Ein Fuß etwa, ein Schuh sagt er. So. Das heißt, die Hieb wäre dann so aussehen. Eben mal, wir setzen auf, eben mal direkt kommen mit den Fußballen eben mal zuerst auf und katapultieren uns dann auch wieder zurück. Ist klar, das machen wir ein paar Mal erstmal. Ruhig auch aus der Sekunde, genau, das ist das gleiche aus der Sekunde auch heraus. Wie sieht jetzt da aus, ich sagte ja nonlinear. Das heißt, wenn es zur Kartseite geht, so rum ist besser, wenn ich zur Kartseite stehe, geht ja auch der Fuß Richtung hin. Um bei kann man jetzt sagen, 45 Grad um bei die Richtung, das heißt, ich muss ihn jetzt nicht ganz weit nach hinten setzen, aber einen Schritt nach vorne. Und natürlich etwas zur Seite versetzt. Ich hoffe, das ist allen bewusst, wenn ich so stehe. Ja, das heißt, ich setze den hier hin und setze ihn hier. Und warum? Ich bringe natürlich den Körper bewusst aus der Schlaglinie eben halt raus. Und selbst wenn er hier blockiert, kommt er ja nicht hin. Und bei dem Terzhieb ist es genau das gleiche. So. Dann machen wir das Ganze erstmal eben halt durch. Und zwar, ich sagen, fangen wir an. Primhieb mit Ausfall. Eins. Stellung. Nochmal. Primhieb, Entschuldigung, Sekund mit Ausfall. Eins. Eins. Herz. Eins. Und Karl. Eins. Nächste Punkt, wo wir auch dabei sind, ist der nächste Schritt der Beinarbeit. Weswegen ich dann auch Montag als Flachstahl-Tango-Tänzer bezeichne. Ein Hoch auf den Neologismus. Das nächste Thema, was ihm mal Montag unheimlich liebt, sind Wolken. Ihr kennt es vielleicht noch, habt irgendwo mal Tanzschritte oder aus dem Lateinischen Wolken drehen. Und zwar. Ja, man dreht den Körper mit dazu und das fängt man eben halt an aus dem Stoßfeld. Jetzt gibt es so eine Viertelvolte und das sind einfach Hüftdrehungen. Es gibt eben halt die Viertelvolte, das ist einfach, dass ich sage, ich ziehe meinen hinteren Fuß zurück, setze mich damit dementsprechend in einen profilierten Stand. So,
Somit, also falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, aha, ich stoße dir über den Arm, sagt, nein, tust du nicht. Dass dann jemand sagt, okay, wo es über die Brust hier oder über den Arm auf die Brust gehen würde, macht man sich halt schmal. Dann, was Montag dann sehr, sehr gerne macht, das sind die halben Wolken. Das ist eben mal, dass man sich um 90 Grad eben mal komplett wirklich dreht, wie beim Walzer. Und wenn man flink genug ist, klar, ich stelle mich mal so hin, das ist jetzt nicht böse gemeint, nur dass ich dir das zeige, aber wenn du so siehst, das ist die Viertelwolte. Ja. Und das ist die ganze Wolte. Die halbe Wolte. Okay, also im Sinne von Wärme aus. Genau. Und natürlich, das ja, ne, Viertel und halb, was kommt dann? Die ganze. Richtig, und das ist dann eben mal die 180 Grad Drehung. Wenn wir jetzt ja jemand haben, ich mache mal ein Beispiel. Ich möchte mir halt eine Blöße verschaffen. Da kann ich sagen, ich fintiere oder schlage hohe Terz. Okay. So, die man halt hat, das ist, oder auch Passierschritt genannt. Das ist wunderbar eindeutsch, ne? Willkommen. Das ist, wenn der hintere Fuß in der Hüftwirbel sich einen Schritt nach vorne bewegt. Was ich dadurch mache, ich schließe dadurch meine Mensur. Und kommen natürlich auch nahe. Wenn wir jetzt, Michael, Entschuldigung, stehst eben mal so schön nah. Michael steht relativ weit der Mensur und ich möchte jetzt irgendwelche schweinischen Sachen eben halt machen. Immer. So wie jetzt zum Beispiel, ich sehe, ja, Michael hat eine relativ weiche Bindung, das heißt, ich bin fies. Solche Spießchen kann man damit auch machen. Und was Montag eben halt macht, oder auch halt sehr empfiehlt an dieser Stelle, ist, dass man zum Beispiel Terz zieht, egal welche Art, mit einer Passade eben mal verbindet. Was eben mal dann eben mal so ist, was eben halt, Michael nochmal, was eben halt zum Beispiel schön ist, wenn man eben halt das Ganze eben halt wirklich dann, wenn man sagt, okay, gut, wenn ich den Terz überbringe und Michael pariert den jetzt, so, ist man halt näher dran. Michael kann natürlich sich selbst entscheiden, setzt sich ebenfalls zurück, also mit der rückwärtigen Fassade. In dem Falle den vorderen Fuß natürlich dann zurücksetzen, hält er die Mensur. Gut, da wir auch schon mal gerade ein paar Paraden geübt haben, Oliver gibt mir jetzt ein Primhieb aus der Stellung. So, Primhieb. Einfach die Hand ein bisschen versetzen, dass ich hier schön gedeckt bin. Primhieb. So, und nochmal langsam kriegen. Einfach so aus der Stellung nur diesen Arm bewegen. Das ist eine minimalste Bewegung. Kein Kraftaufwand, kein gar nichts. Wirklich, dass ich sage, hier und er ist eben halt hier und gleitet ihn mal schön beiseite. Dann Stellung, Sekund. Dass ich wirklich eben mal nach unten hinweg schwinge und seine Klinge hier eben mal binde. Sekund. Stellung. Und so, dann Terz. Nicht viel Bewegung. Terz. Wie gesagt, Terz. 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 So kann man die Hiebe alle parieren. Es gibt weitere Möglichkeiten, aber zum Einfluss erstmal da reinzukommen, würde ich sagen, machen wir erstmal diese vier Hiebe erstmal ganz kurz durch. Auf Ansage bitte. Und zwar fangen wir eben halt an. In der Riposte, man macht irgendwo sich immer auf. Gib mir mal bitte die Primen. Wo hat er sich jetzt aufgemacht? Welche Möglichkeiten hat man jetzt? Hier, ja. Oder natürlich, wenn ich hier eben mal so stehe, klar, ich kann hier, mache ich natürlich mich auf. Was ist am sichersten? Bitte? Ja, sie konnte auch, aber wir haben doch noch unsere Füße, oder? Und was war vorhin mit der Passade? Ups. Deswegen, so, nächstes ist eben halt die Sekunde. Sekunde, genau. So, Sekundhieb. Haben wir was vorhin gehabt? Eine Wolte. Drittel Wolte und zur Not dann hier auf die Hand schlagen. Als die Posten. So, dann haben wir eben halt die Karte.
kann ich mit einer tiefen Terz kontern oder einer hohen Terz oder... Ja, ist jetzt die Frage, kann man sagen, relativ flach auf jeden Fall kann man natürlich hier schön eben halt auch. Oder auch hier wiederum die Fassade aus der Linie heraustreten und auf seinen Arm schneiden. So, und damit wollte ich jetzt auch, würde ich sagen, spielen wir ein bisschen, versucht das ein bisschen einzuschleißen. Langsam bitte, achtet darauf, was ihr eben halt macht. Wir sind gut in der Zeit vorangeschritten. Ich gucke ein bisschen rum, ich bedanke mich, falls ihr Fragen habt, fragt ruhig. Und ja, wenn es noch was zu klären gibt, sprecht mich jederzeit gerne an. Ich bin für freies Recht daher gerne zu haben. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und nun ein bisschen freies, langsames, kontrolliertes Recht. Bitte.